EU-Parteivorsitzender und ist für die Einführung des Euro, für die Währungskriterien maßgeblich verantwortlich. Ich schätze ihn. Ich will nur sagen, also die Bayern sind nicht irgendwo unglücklich hineingezogen worden. Sie waren maßgeblich in dem, was entworfen worden ist, im Maastricht-Vertrag und wie aufgenommen worden ist, dabei. Nicht alle. Alle Ausnahmen trinken nachher ein Bier mit mir, wenn es sein muss, aber sie waren maßgeblich dabei. Wir Deutsche hätten theoretisch die Möglichkeit, theoretisch, die Währungszone zu verlassen. Das wäre uns möglich. Bei einer Bundestagswahl kann man Wahlprogramme lesen. Bitte? Da müssen wir aus der EU austreten. Ja, Entschuldigung, es stimmt nicht. Es gäbe niemanden, der, wenn wir die Eurozone verlassen würden, uns daran hindern würde. Niemand. Aber bei Bundestagswahlen wird die Frage aufgerufen. Im Programm der CDU steht ein klares Bekenntnis zur Währung. Und zu einer Erweiterung, wenn der Kandidat die Verordnung erbringt. Übrigens, die gerade eintreten und eingetreten sind, Lettland und Litauen, haben pro Kopf weit weniger Schulden als wir. Deutschland ist mit seiner Verschuldung, nicht Bayern, Deutschland, und seiner Demografie Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Und Thema Demografie, wir werden mal in 20 Jahren froh sein, dass es einen europäischen Arbeitsmarkt gibt. Wer sollte denn da bei BMW die Karre zusammenschrauben? Wer sollte denn den Gaul oder irgendwelche Rollator begleiten? Und seine Kinder machen es nicht mehr. Und seine Frau nicht mehr. Das ist für froh sein. Wenn flüchtige polnische, bulgarische, spanische Kräfte bereit sind, zu uns zu kommen und für uns zu arbeiten. Jedenfalls, wir haben ja Parteien gewählt, die mit ihren Vertretern in der großen Mehrzahl für diese Währung eintreten. Unsere Kanzlerin, oder die SPD, die Grünen, die FDP und andere. Deswegen glaube ich schon, dass wir das, was in Brüssel läuft, als demokratisch akzeptieren sollten, die Glühbirne. Die wurde vom Europäischen Parlament entschieden. Man kann nicht sagen, ein Bundestagsabgeordneter ist ein Demokrat und ein Europaabgeordneter ist nicht der Rede wert. Das sind eure Abgeordneten, Manfred Weber, Markus Ferber, Frau Hohlmeier, Frau Niebler und andere, die sind genauso demokratisch legitimiert, innerhalb der Partei und durch die Wahl. Genauso. Man kann nicht sagen, Landtagsabgeordnete ist Demokratie pur und das in Brüssel und Straßburg nehmen sie nicht zur Kenntnis. Das ist Teil unserer demokratischen Veranstaltung. Und wenn dann der Gabri als Umweltminister, was stimmt, oder der Trittin, oder mit Frau Hendricks, im Umweltrat etwas macht, was nicht unbedingt in der Regierung gewünscht ist, dann könnte ja der Kanzler mit richtigen Kompetenzen anweisen. Leider haben wir keinen Europaminister in der Bundesregierung, keinen Koordinator für die europäischen Angelegenheiten, so macht jeder, was ihm gerade passt. Aber das liegt an der Regierungsstruktur in Berlin und nicht an den Europäern, wenn der deutsche Umweltminister kommt, ohne ein Pflichtenheft zu haben, ohne zu wissen, was er machen darf und was nicht. Das sind andere Länder in der Frage Interessenwahrung in Berlin, in Brüssel, weit besser aufgestellt. Weit besser aufgestellt. Für uns, wir gehen jeden Tag nach Berlin. Wer geht immer nach Brüssel? Übrigens, auch die Präsenz von bayerischen Vertretern in Brüssel könnte weit besser werden. Weit besser sein. Und die Länder, die MPK, war in meinen 5 Jahren kein einziges Mal in Brüssel. Und wenn Sie uns schreiben, dann geht es nur um staatliche Rührwesen. Da lachst du tot. Das unische Ding der Welt. Aber um die großen Fragen. Im Ausschuss der Regionen Europas, den Erwin Teufel vorgeschlagen hat, findet die Länderstimme praktisch kaum statt. Ja, Entschuldigung, die könnte man aber auch ändern. Da könnte man ja für Fortschreibungen von Verträgen oder aber für Zusagen an neue Kommissionen Übereinkünfte schließen, wie das Parlament
oder der Rat es machen. Das heißt, die Länder verkaufen sich in der europäischen Ebene unter ihrem Wert. Sage ich Ihnen zwei weitere europäische Projekte, die kommen werden. Wir reden in 10 Jahren drüber. Die Menschen machen auf Dauer nicht mit, dass in Deutschland bald mehr Schularten, Schulabschlüsse und Schulpläne und Schulnamen gibt. Und mit G9 und G8 immer mehr noch Chaos. In einem mobilen Arbeitsfeld, wo die Kinder darunter leiden, wenn die Eltern umziehen. Es ist erlaubt, von Bayern wegzuziehen. Das kommt auch vor und umgekehrt auch. Und die Kinder sind die Doofen dabei. Deswegen glaube ich, dass mittelfristig das Thema Kultuskompetenz in den Ländern nicht gehalten werden kann. Weil sie zu blöd sind, um mit Staatsverträgen einheitliche Bildungspläne und Schulentwicklungsdinge zu machen. Und unsere Hochschüler, also ein junger Jurist, ein junger Chemiker, ein junger Biologe, der ist doch längst genauso in der Entwicklung in Mailand oder in Innsbruck oder in Antwerpen oder in Lyon oder in Oxford interessiert. Wir haben einen eine globale junge Generation. Die ist online global und die ist auch mobil über nationale Gebietsgrenzen hinaus. Und deswegen werden wir uns danach richten müssen. Politik hat eine dienende Funktion, sie muss den Menschen dienen. Und wenn der Bürger immer mehr Weltbürger ist oder immer mehr europäischer Bürger ist, verändert sich auch einiges in dem, wie wir unser Leben, unsere Arbeitswelt und anderes regulieren. Es ist ein Glück, dass es für Lastkraftwagen europäische Standards gibt, damit die Autos aus Ungarn und aus Bulgarien auf unseren Autobahnen die gleiche Reifentiefe haben, die gleichen Bremsen haben, die gleichen Fahrzeiten haben. Es macht doch keinen Sinn, das 28 Mal zu machen. Und ich sage euch, wenn man mal irgendwann 28 Pickel braucht, wenn man durch Europa fahren will, dann wäre die europäische Maut das Naheliegendere. Eine Maut, den Preis pro Kilometer, abzuführen an den Straßenbaulastträger, also an die Mitgliedstaaten und Regionen. Ich sage in diesen Tagen bewusst, ich bin für eine Straßennutzungsgebühr. Aber jetzt mal alle einführen, dann hast du vorne an der Windscheibe nichts mehr zum Säher, weil von der Picker zum Kunden mal durch, der Durchblick nicht mehr möglich. Und Deutschland trägt in diesen Wochen vielleicht ein klein wenig dazu bei.